wieder funktioniert alles auf Anhieb. Das ist beunruhigend. So, das war hier der zweite Bursche, der große Probleme hatte mit dem Runnerjog. Aber auch da seht ihr, es zittert nur noch ein wenig. Ist doch viel lauter, ne? So. Im Standgas, voller Ausschlag auf Gelb, dann ist alles gut. Und ich drehe mir hier im Ohr noch ein bisschen leiser tatsächlich, weil ich merke schon wieder, dass ich gegen anschreie. Und das ist gar nicht gut. Für meine Stimmbänder nicht, für euch auch nicht. Also ihr seht, ein Restzittern ist da, aber alles andere ist machbar. Wunderbar, sehr schön. Da würde ich sagen, wie immer fliegen wir einfach mal los, hoffen das Beste und schauen wir mal, wo wir ankommen. Bremse los, Gas rein, das heißt dann auch ganz... interessant. Wir haben mal eben schnell der Hinweis, den können wir noch vorher anbringen. Genau, und den Daumen da reinhalten und dann nochmal eine Runde vorbeifliegen. Und das Wichtigste überhaupt... Na komm, Wichtigstes. Genau, zieh dich nicht so. Tipp, tipp, tipp. So, jetzt aber fliegen wir los. Natürlich mit Vollgas. Auf das ist euch so richtig in die Sitze zu viel. Oh ja, ich sehe schon. Die Trimmung habe ich vorher nicht kontrolliert. Die Trimmung steht auf ordentlich nach hinten, also nach oben. Und dann ist es kein Wunder, dass er sofort nach oben will. Also Trimmung neutral, alles ist viel besser. Ich soll mir endlich mal angewöhnen, die Trimmung zu kontrollieren. Es gibt so ein paar Flugzeuge, die sind da komisch, sind die. Na komm, hier, das Tablet ist auch komisch. Ja, ne? Man muss nur lange drüber reden, dann geht das auch. So, wo wollen wir eigentlich hin? Okay, da um die Ecke. Da lang wollen wir. Bisschen zittern tut es schon, ne? Ich gucke dann nochmal nach der GPS-Geschichte. GPS-Geschichte, nach dieser View-Geschichte. Ist doch egal, ich schalte erstmal Autopiloten, Autothrottel ein. Kümmere dich um die Höhe, kümmere dich um die Navigation. Ja, Geschwindigkeit. Was haben wir denn da? 59 Minuten, sagt er im Moment noch. So, dreht er jetzt komplett? Nein, er dreht auf die Linie drauf und dann hoffentlich gleich wieder gegen. Irgendwas vibriert hier gewaltig, ne? Nun gut, also dann schalte ich hier mal wieder auf Heading, mal gucken. Ach so, er hat hier wieder keinen... Er ist kontaktlos, könnte man sagen. Keine Lemmys gehen an, also einmal Stecker raus, einmal Stecker wieder rein. Dann nochmal auf Reconnect drücken. Und keine Lemmys gehen an, ist das richtig? Nichts rührt sich. Da müssen wir möglicherweise wieder mal den eigenen Autopiloten hier bemühen. Aber erst muss ich das Gezitter rausnehmen. Das ist ja eigentlich mehr Augenkrebs von. Das ist Real View Settings. Das ist alles okay. Aber hier diese GeForce-Geschichten. Wenn er denn jemals reagiert auf solche Knöpfe hier, das kenne ich ja schon bei dem Ding. Tja, mit dem Reagieren hat er so seine Probleme. Man kann es irgendwie auch so drehen. Guck mal hier, Engine-Effekt, der muss weg. Auf jeden Fall. Wenn er denn das mal annehmen würde, hier die Taste. Ja, hat ja auch gar nicht lange gedauert. Speed-Brake-Effekt muss weg. Geh weg da. Oh, 20 Mal drauf gedrückt, nichts passiert. Das ist schon Pfusch, ne? Lasse ich den einfach mal drauf, den Daumen, passiert auch nichts. Ah, doch, jetzt. Overspeed-Effekt. Gear-Down-Effekt. Apropos Gear-Down, sollten das Gear vielleicht einziehen? Ah, das war also der Gear-Down-Effekt, das Gezitter. Na schön. Dann können wir auf den Gear-Down-Effekt auch verzichten. Flaps-Effekt.
Ja, wenn Flaps Effekt sich durch Gerüttel bemerkbar macht, brauchen wir den auch nicht. Jetzt bleibe ich einfach mit der Maustaste brutal drauf, bis er sich dann irgendwann mal bemerkbar macht. So, G-Force und so weiter. Ich lasse es. Motion. Ja, Motion ist okay, aber Shake möchte ich nicht. So, das war das. Close. Daumen drauf lassen, bis er endlich weg ist. So, jetzt kümmern wir uns mal um die Richtung hier. Wie war das noch? Autopilot ist an, Nav ist an. Auf den hier hört er jetzt gerade nicht. Das kann immer eine Eigenheit des jeweiligen Flugmodells sein. Und Eigenheiten gibt es hier genug. In 15 Minuten Flugzeit, ich glaube, gespinnt. So, guck mal, jetzt gehen auch Lemmys an. Jetzt tippe ich hier einfach mal auf Heading. Und schwupps schert er sich nicht mehr die Bohne um Heading, sondern fliegt nach Nav. Aber guck mal, da schon wieder gezittere. Soll das ja der G-Effekt sein? Falls ja, entsorgen wir den gleich mit. Irgendwann habe ich hier mal so die ideale, ja genau, die G-Force Motion. G-Force All, G-Force Percentage, bla bla bla, weg. Gibt es keine G-Kräfte mehr, sofort. 24, 25, 26, 27, also ein paar Sekunden drauf lassen, dann irgendwann reagiert er schon mal. Ja, gut, also wenn man diese kleinen Eigenheiten erstmal durchschaut hat, dann funktioniert das ja auch. Also, Höhe, wie wäre das denn mit der Höhe? Wir sind jetzt bei Höhe 0, sagt er mir hier. Ich glaube ihm natürlich keine Sekunde, aber schrauben wir da mal hoch und wir schrauben zehnerweise, ach du je. So, 2,5 hatten wir gesagt, ne? Nickt einfach. So, 3, 2, 5. So, das sieht alles jetzt sehr gut aus. Na schön, da arbeitet er sich hoch. Wie ist das mit der Geschwindigkeit? Wir haben eine Anzeige in Cont. Sollen das Knoten sein? Und. Also er zeigt an ungefähr 100. Ach, er hat innen und außen. Ich verstehe. Er zeigt mir hier auf dem Tablet 116 an. Da geht mehr, da geht erheblich mehr. Also 160 Knoten sollten wir hiermit schaffen. Drehzahl ist Turboprop, von daher wird das nicht so entscheidend sein. Ja, das sieht alles gut aus. Das sieht alles gut aus. Das ist Jod. Dann können wir den wegmachen und uns nach draußen begeben. Wo wir neugierig durch die Fenster gaffen. Sieht schon ein bisschen knuffig aus, ne? Die letzten Flugzeuge habe ich alle von der anderen Seite gesehen. Dann müssen wir jetzt mal den hier so, ne? Machen wir so ein Foto. Sonst wird das so eintönig. Zip. Apropos eintönig, also so von der Landschaft her, ne? So ein bisschen Gebirge oder sowas, könnte nichts schaden. Ach nee, was sag ich da gerade, Gebirge? Wir fliegen tatsächlich ins Landesinnere. Wir haben hier 100 Meilen vor uns, weil hier war das ganz bitter mit Flughäfen. Ne? Ich muss jetzt wirklich erstmal 100 Meilen ins Landesinnere, mehr oder weniger. Und von da, wie habe ich denn die Strecke da weiter geplant? Über Franceville oder wie habe ich das? Auf jeden Fall landen wir letztlich in Brazzaville, was ja nur wirklich sehr tief im Landesinneren ist. Ich vermute mal, wir fliegen über Franceville letztlich. Weil hier ist nichts, ne? Selbst hier sind diese Dattelfelder, da kann ich überhaupt nicht drauf landen oder zumindest sind das nur so Schotterpisten. Und da ist das Problem mit X-Plane, ich kann da nicht irgendwie das Flugzeug wechseln. Ich kann da auch keine Pause machen, sondern ich muss von da aus gleich weiter. Weil X-Plane 11 sagt, nee, das ist kein Flughafen, das ist kein legaler Stopp, da machen wir was ganz anderes. Ja, und dann fliegen wir halt jetzt nach du was? Millville, Dullville,
einfachste Arsch der Welt. Ne? Das einzig Schöne hier, wir haben hier irgendwelche Hügel, Berge, sonst irgendwas in den Wege. Da gibt's vielleicht noch was zu gucken. Irgendwas, wogegen wir nicht fliegen sollten. Ich rede schon wieder zu laut. Das heißt, ich habe hier den Lautsprecher im Kopfhörer. So, habe ich irgendwie ein bisschen hoch eingestellt. Es sieht mir ganz so aus, als hätte... Oh. Ja, wir müssen vielleicht von der Höhe doch ein bisschen runterkommen. Also ich nehme mal 200 Fuß raus hier. Da müssten wir eigentlich unter die Wolken kommen. So, du machst das schon. Ja, meinen üblichen Brimborium habe ich vorher ja schon eingespielt. Dann kann ich jetzt ja gleich den Leseonkel einschalten hier. Oh. War ich jetzt zu blöd, den richtigen Knopf zu drücken? Oder ist der Tablet hier wieder mal so... Ja, der Tablet ist. Er interpretiert fröhlich drauf los. Er macht irgendwelche Dinge, die nichts mit dem zu tun haben, was er soll. Das machen wir jetzt einfach so oft. Oh, er sagt angeblich, aber der Leseonkel ist an. Ja, ist er doch. Ja, gut, dann... Ja, und was seht ihr an meiner Mütze? Ganz klar. Sie haben Kenny getötet, ihr Schweine! Ja, 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 ja. Wo fahre ich gerade? Wo fliegen wir hin? Ich konnte, glaube ich, den Namen kaum erkennen, ne? Ludmilla irgendwas? Nein. Mouilleville. M-O-U-I. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. M-O-U-I. Da wundern Sie sich, warum ich kein Französisch mag. Also, M-O-U-I-L-L. Es gibt ein Mühl, es gibt ein Mülleron le Captif, Mülleron en Paris, Mülleron Saint-Germain, Mülleron. Ja. Nur was mit Wiel, ich klicke jetzt einfach mal das Mühl an und La Mühl, Stadt in Frankreich und Serge Mühl, französischer Produktdesigner. O-U-I-L-L Miero? Mila Ville. Na gut. Villa. Dann gucken wir mal nach Ville. Tja, Mittelville, nix zu finden. Gibt's nicht. Arsch der Welt. In neuem Tab öffnen Google. M-O-U-I-L-L-E Will. Eieiei, macht ja nicht mal mehr Vorschläge. La Mouille, Mouille, das ist in Frankreich. La Mouille. Das ist in Frankreich. Les villes proches de la Mouville. Ah ne, professionell. Vielleicht müsste ich Gabun eingeben. Oder Le Gabon. Jetzt soll ich mich anmelden. Ja klar, bei Google. Ja, so weit kommt das noch. Das vergesst man ganz schnell. Ja, oder? Also, Le Gabon. Such. Nee. Also entweder existiert die Stadt überhaupt nicht. Nichts zu machen. Das muss so weit am Arsch der Welt sein. Aber es hat eine eigene Kennung. Habe ich es denn falsch geschrieben? Ja, mit dem E. Müll. Ulla. Muss es heißen. La. Godzilla. Ha, sehr witzig. Ich versuch's mal mit Gabun. Ach nee. Ach nee. Da kriegen wir was, tatsächlich. Und zwar über die deutsche Schreibweise. Es gibt eine deutsche Schreibweise, die
gesagt, das wäre M-O-U-I-L-A mit einem L. Und das kennt er auch. Und ich krieg sogar in der deutschen Wikipedia was. Den Schreck trinke ich erstmal einen Schluck Sprudel. Also, Muila ist die Hauptstadt der Provinz Ngunye im Süden Gabuns. Mit rund 28.000 Einwohnern ist sie zugleich sechstgrößte Stadt des Landes. Muila liegt am Fluss Ngunye. Durch den Ort verläuft eine wichtige Fernstraße. Da bin ich ja beruhigt. Was, das war's? In Muila geboren, ein Politiker, ein Fußballspieler, wie überraschend, und ein Präsident. Weblings belege, das war's. Das Wappen ist irritierend. Sie haben das Wappen hiermit angegeben. Das Wappen ist schildförmig. Da das obere Drittel ist rot, enthält einen goldenen Schlüsselbart auf der einen Seite und auf der anderen Seite, ich würde es mal für einen Bischofsstab, also zumindest für die Spitze, ne, diesen Haken, mit dem man Schafe einfängt, Bischofsstab halten. Die unteren zwei Drittel sind weiß mit einer schwarzen Meerjungfrau, die ab da, wo normalerweise die Schuppen anfangen, rot sind und die sich an ihre eigenen Flossen fasst. Ja, Flossen im Sinne von Flossen, nicht im Sinne von Hände. Ja. Und nu? Das war alles? Gibt es da nicht irgendwelche Höhlen, über die man nachlesen könnte? Oder ist da irgendwas explodiert mal? Die Provinz Ngunye. Also ich weiß, die Provinz ist das Einzige, was ich immer antippen kann. Grenzt an. Interessiert natürlich keine Sau. Ja. Das sieht ganz, ganz bitter aus. Dann würde ich sagen, immer wenn die Verzweiflung am größten ist, greife ich zu Tricks wie zum Beispiel zu YouTube. Dann gucken wir nach YouTube rein und schauen doch mal, was die Leute über M-O-U-I-L-A, also deutsche Schreibweise, tatsächlich Muila Gabon. Da bin ich ja mal gespannt hier, ne? Schöne Bilder aus Gabun. Ein super Bild. Also die Aufnahmen könnten älter sein, aber jetzt fahren wir doch tatsächlich durch genau. Aber eine Drohne hat er dabei gehabt. Leider hat er keine vernünftige Möglichkeit gesehen, das ordentlich zu... vielleicht ist das vor Ort aufgenommen worden. Er hatte eine Drohne, hat aber kein vernünftiges Internet und hat deswegen irgendwas mit ohne Ton gemacht. Ja, das werden wir denn ja auch gleich im Anflug sehen. Einer staubigen Fernstraße und einem vor sich hin meandernden irgendwas. Oh, ich kann den Vorleser-Onkel hier rausnehmen. Den brauchen wir im Moment gar nicht. So, ne, bisschen mehr Platz für euch. Ja, und ich glaube, da gibt es auch keinen, der mault. Ja, Drohnenfliegerei, Naturschutzgebiet, Gebäude oder so. Ah, die werden alle sterben. Ja. Ja, okay, also ein Rundumguck um Dingenskirchen. Wir machen das wieder klein. Jetzt ist natürlich die Map ausgerichtet über dem Dingens. Ah, ich krieg's selber von hier aus weg. Sehr schön. So. Estuary Little Gabon bei Drohnen. Ach, derselbe Typ wahrscheinlich. Vor 3 Jahren. Okay, schindet man noch ein bisschen Zeit. Ja, also das Wasser sieht schon mal sehr geil aus. Ja, ein Mensch, der schwimmt, der weiß wahrscheinlich auch nicht, dass ein Absturz einer Drohne ins Wasser üblicherweise das Ende derselben ist. Die Elektronik reagiert extrem zickig auf Wasser, ganz besonders auf Salzwasser. Es gibt da so diverse Methoden, wie zum Beispiel 1-2 Tage in
destilliertem Wasser einlegen, damit sie alle Salze und so weiter, alle Kristalle rauslösen und dann gründlich trocknen und dann eine Runde beten und hoffen, dass es dann klappt. Aber er steuert das Ding ganz gut. Ich darf an dieser Stelle vielleicht mal auf meinen Drohnenkanal verweisen, der mittlerweile aber auch schon ziemlich verwaist ist. Aber ich habe einen, ja. Oh, jetzt kommt ganz weit im Hintergrund, kommt ein bisschen Musik durch. Das ist vermutlich die Hauptverkehrsstraße. Die Taxis haben lustige Farben, ne? Viel schöner als bei uns. Da weht sogar die Nationalflagge. Vielleicht läuft ja auch gerade im Hintergrund die Nationalhymne, das kann ich nicht genau sagen. Auf jeden Fall Palmen und Strand, das ist schön. Ein riesiger Fußball, den man wie einen Kopf auf einen Pfeil gespießt hat. Wahrscheinlich eine Trophäe des letzten Auswärtsgegners. Ja, hat er fein gemacht. Und so würde ich auch gerne in Deutschland fliegen dürfen, aber nein, hier geht die Welt unter, wenn man das versucht. Wenn ihr euch fragt, wie viele Menschen wurden mittlerweile in Deutschland von Drohnen erschlagen, so ist die Zahl sehr übersichtlich. Null. Wie viele Flugzeuge sind abgestürzt? Null. Wie viele Autounfälle wurden versucht, ursacht? Null. Wie viele Politiker wurden erschreckt? Tausende. Genau darum geht's. Und in Haftanstalten wurden mit den Dingern, glaube ich, irgendwie immer Handys eingeschmuggelt und Drogen. Das fanden sie natürlich nicht so witzig, was ich irgendwo verstehen kann. Das ist nachvollziehbar. Aber dafür gibt es Störsender. Aber dann das Hobby, das Drohnenhobby, den Leuten komplett kaputt zu machen, das war dann die falsche Entscheidung. So, ein neuer Driver ist verfügbar. Ja Gott, die Meldung kriegt doch alle Naslagen. Noch ein neuer Treiber und noch ein neuer. Ändern tut sich gar nichts und mein Gott, nochmal. So, den machen wir wieder an. Noch 22 Minuten, nur das machen wir nicht. Obwohl, wir kommen jetzt gerade so in diese hügelige Gegend. Da sollten wir vielleicht nochmal eben reingucken. Wie weit ist das hin? Nochmal, ganz das Ende noch, ne? Ja, wir kommen jetzt so gerade. Ich würde sagen, über so ein paar Hügel können wir noch fliegen. Einfach damit es mal ein bisschen abwechslungsreicher wird. Andererseits, warum eigentlich? Sehr viel höher kann ich ohnehin nicht, ohne wieder in den Wolken zu verschwinden. Das Wetter ist heute mies, ne? Mal gucken, vielleicht beim nächsten Flug, dass wir dann irgendwie schon wieder die Wetterfront. Da erholt sich ja nur alle 15 Minuten, glaube ich, die Wetterdaten. Wir können aber eben nachgucken. Ich habe noch so ein Plugin, das irgendwelche thermalen Schichten mit einbaut. Der hier. Das kann man auch anzeigen lassen. Ja, 8000 Fuß kommen wir eh nicht hin. Thermal Rate, Surface Level, Winds, 7 Knoten. Ja, hier sind es 10 Knoten, aber was soll's. Aber ihr wisst, im Hintergrund läuft alles. Ne? Ich versuche immer wieder irgendwelchen neuen Schnickschnack für euch zu finden, um euch die Sache interessant zu gestalten. Was nehme ich alles auf mich, nur um es für euch interessanter zu machen? Apropos interessanter, statt der Mauer im Hintergrund sollte ich vielleicht mal wieder auf Dschungel umschalten, weil wir haben Dschungel unter uns. Ne? Gabun, da gibt es auch Gabun-Vipern. Doch die leben gerne da, wo es grün ist. Ja, wahrscheinlich gibt es hier Berggorillas. Ich glaube, da winkt sogar einer. Manche arbeiten sogar am Flughafen. Ja. Aber so beeindruckend, dass wir jetzt minutenlang ohne vernünftigen Quasselgrund hier rumgondeln, ist es nur auch wieder nicht. Dann würde ich sagen, versetze ich uns mal einfach weiter, in der Hoffnung, uns nicht wieder nach unterirdisch zu versetzen. Menü, Move Map. Jupp. So, ich würde mal sagen, dahin, ne? Von da an müssen wir eigentlich klarkommen. Achtung, gut festhalten. Ah, das geht wohl nicht mehr. So, da sind wir. Okay. Sieht ja sehr flach aus, die Gegend, ne? Was haben wir noch? 5 Minuten bis zur Landung, 4 Minuten bis zum Einschweben. Haben wir ILS?
ist? Nein, natürlich nicht. Dann können wir ja wenigstens ein bisschen rumspielen mit dieser Map hier. Ja, sie taucht sogar praktischerweise am Rand aus, wo sie hingehört. Wir fliegen im Moment den Kurs 100 Grad und ein bisschen. Wir werden also von Norden einschweben, von 170 Grad oder in Flugrichtung 170 Grad und haben dann die Flughafengebäude gleich vorne rechts. Ihr könnt dann wieder sehen, dass hier oben, ganz oben links, also dieser rote Pfeil von uns auftaucht. Müssen wir also sehen, dass wir die Sache möglichst kurz halten mit der Bremsung und dann gleich rum, dann haben wir es nicht weit zu den Gebäuden. Ja. Ja, ja. Aber ich werde diesmal die Map nicht eingeblendet lassen während der Landung, weil, wenn sich das ganze Cockpit bewegt und nur eben dieses Ding hier bleibt wie festgenagelt irgendwo stehen, das stört die Immersion. Immersion ist nicht so ein klebriges Zeugs, was man sich auf die Haut schmiert. Das ist eine Lotion. Und ja, jetzt wissen wir, vorne rechts sind die Gebäude. Das wollte ich ja eigentlich nur wissen. Haben wir eigentlich Luftverkehr hier in der Gegend? Schauen wir mal eben nach. Hier ist Fliegen nach FOGM. Ja, ist nicht viel los hier in der Gegend, würde ich mal sagen. Vielleicht im weiteren Umkreis? Nee, nix. Hier ist absolut tote Hose, absolut. Na gut, wer will hier auch hin, ne? Wie sagte Harpe Kerkeling nicht so schön, Norwegen. Keiner weiß, wo es liegt und keiner will dahin. Tö. 3 Minuten bis zur Landung. Die Landebahn wird irgendwo da sein. Wir sind 2500 Fuß hoch. Na, nicht mal. 2300 Fuß ungefähr. Ja. Gottchen, ne? Die 160 Knoten kann ich mal runterschrauben auf 120. Jeden Knoten, den wir nachher weniger loswerden müssen, der wird uns die Sache etwas angenehmer machen. Wir überfliegen gleich noch irgendein etwas Feuchtes, was sich allerdings im Gemenge des Grünzeugs unter uns nicht sonderlich abzeichnet, wie ich das sehe. Immerhin eine Straße. Nein, das ist das Grünzeug da unten. Ach, ich weiß schon. Das unter uns ist kein Satellitenbild, sondern das unter uns ist höchstwahrscheinlich vom Flugsimulator generiert. Da könnt ihr mal sehr schön den Unterschied sehen. Weil wir doch ganz schön ab vom Kurs fliegen hier. Also geplant hatte ich ja immer Küste lang, aber hier sind wir echt weg von der Küste. Ich guck gleich mal, ob ich nicht einfach die fehlenden Sachen noch nachberechne. Dann haben wir wieder echt Dings unter uns, nicht wahr? So, die Mühle dreht ein. Ja, gleich ist der Waypoint, deswegen setzen wir uns ruhig schon wieder rein. Füße kann ich schon mal auf die Pedale schmeißen. Mal vorsichtig, sonst klingt sich der Autopilot gleich wieder aus. Reinhocken. Das haben wir. So, Geschwindigkeit. Wir müssten... Oh, wir sind sogar im Bereich, wo wir schon mit Flaps spielen durften. Na gut, dann würde ich sagen, fahren wir eine Lage Flaps schon mal aus. Oh, ich kriege hier gar keine Anzeige. Doch, da ist die Anzeige für die Flaps. Bewegen die sich überhaupt? Da ist der Schalter. Ah, das ist wieder so einer von denen, wo man so lange festhalten muss, bis die Flaps da sind, wo man sie gerne hätte. Das ist doch ganz schön. Gut. Geschwindigkeit 120. Aber wir können eigentlich auf 100 runtergehen, ne? Nee. Doch, 100. 100 ist hier. Wir können aber 80 runtergehen, wenn es sein muss. Nee, oder machen wir auf 80 runter? Oha, unter 84 will er gar nicht mehr, schön. Dann fahren wir noch ein bisschen mehr Flaps aus. Damit uns die Mühle hier keinen Herzkranzgefäßkatar bekommt, fahren außerdem noch das Fahrwerk aus. Kriegen denn, Trimmung ist ungefähr auf Null, den Autopiloten aus und alles, was dazu gehört. Gas raus. Und da ist auch die Landebahn. Gas ganz raus. Flaps ganz raus.
Fahrwerk ist auch schon ganz raus. Wir setzen eventuell doch etwas später auf, als ich mir das ursprünglich vorgestellt hatte. Oh! Was war das? Das war ja beinahe schon vorschriftsmäßig. Oh, der driftet aber junge. Wegen der Geschwindigkeit, oder? Wow, was war das denn? Der hat sich in alle Richtungen gedreht wie ein Dingenskirchen, wie ein Spornradflieger. Und dass wir aus dieser Situation lebendigen Fußes gelandet sind, also da hatten wir aber diverse Schutzgeister. Also das gucken wir gleich in der Wiederholung uns nochmal genauer an. Hui. Das war schon exzentrisch. Die Flaps fahren wir erstmal wieder ein. Ich glaube nicht, dass das mit einem echten Flugzeug so funktioniert hätte. Ja. Bin ich mal sehr gespannt. Also ich möchte nicht völlig ausschließen, weil als ich angezogen habe, um die Maschine aus dem Sturzflug abzufangen, hat sie sehr zögerlich reagiert, als wären wir total zu langsam. Also wirklich zu langsam. Es könnte sein, dass tatsächlich die Mühle, statt also sich abzufangen, mit den Tragflächen praktisch quergestellt vollgebremst hat. Und wir dadurch dann so eine erträgliche Kurve hingelegt haben. Aber das muss ich wirklich gleich in der Wiederholung nochmal begutachten. Das wäre aber pures Glück. Also da kann man nicht sagen, oh, was für ein begnadeter Pilot, sondern das war pures Glück. Da haben wir wieder Gezitter. Ist das jetzt die Framerate oder ist das unser komischer G-Kräfte-Dings da? Ich glaube, es ist eher die Framerate, die hier ein bisschen spinnt. Na, weil ich mal hier rumrollen, hat er keinen Grund so zu zucken. Trotzdem gucke ich gleich mal nach. Da muss man wieder minutenlang auf irgendwelche Tasten rumdrücken, damit irgendwas passiert. Wo stellen wir uns hin? Da eher nicht. Ach, guck mal da, neben den anderen. Da ist der Spritonkel schon da. Hier sind hier die gelben Linien. Mal schauen. Gibt's keine, ne? Hier stellt man sich frei nach Schnauze hin, oder wie ist das? Passt so aus. Ja, denn... So. Da steht einer mit so Tischtennisschlägern und hofft, dass einer kommt. Wir gehen einfach direkt daneben. Ja, Kismet, ne? Da wartet man ein Leben lang auf die Erfüllung und dann sowas. Guck mal, ich drehe am Hebel und rums stehen die Propeller. Das ist ein bisschen komisch. Naja, schön. Also, Strom aus. Da, wo das mit Strom aus überhaupt geht. Einiges bleibt auch an. Immerhin hat hier nicht dort irgendwas getickt, das ist auch was. Den habe ich vergessen auszumachen. Ich habe vergessen, die Mountainkamera anzuwerfen. Schon wieder. Es ist das zweite Mal in Folge. Naja, schön. Dann gucken wir erstmal nach draußen. So, da sind wir draußen. Da steht der Mensch mit der Tischtenniskelle. Ja, so ein netter kleiner Flughafen. Ja, na, so wie vorher gesagt, in etwa. Delta 13924, clear for takeoff, bye bye. Clear for takeoff, 24, Delta. Okay, ja, wir sind der schief steht, gleich zu erkennen. Alt R! Eine Stunde Replay? Wir haben nur 34 Minuten gedreht, ist ja interessant. Da bin ich schon unten. Da bin ich nach oben. Weiß ich noch gar nicht wohin. Ach, da ist er da unten. Na schön, dann machen wir mal auf Play. Und dann drehen wir uns das mal alles so zurecht, wie wir es haben wollen. Da sind die Flaps, so nur auf der Unterseite sitze.
Ja, das wird ja, gibt ja interessante Aufnahmen. Aber immerhin, die Steuerflächen zittern nicht. Das ist doch schon mal gut. Noch zittern sie nicht. Die Fahrgäste zittern, wenn sie hier geflogen sind. Das ist aber normal. Ja, jetzt ganz raus mit den Flaps, raus mit dem Fahrwerk, alles was bremst, raus. Ja, da kommt jetzt der Schreck. Oh, verdammt, das wird schwieriger als erwartet. Und wo kommen wir denn da hin, wenn ich einfach eine Schleife fliegen würde? Jetzt bin ich echt gespannt. Knoten, 20 viel, ne? So, jetzt den... Oh, und er reagiert nicht so, wie ich das gern hätte. Also es hätte funktionieren können, ne? Also wir wären wohl nicht zerschellt. Ich weiß nicht, ob wir die Federung durchgeknallt hätten. Ich habe leider keine Anzeige über die G-Kräfte. Aber hier, dieses Geschleudere, ne? Als hätte ich Schmierseife auf der Landebahn. Da stimmt irgendetwas nicht. Vielleicht werde ich mir dieses Flugzeug immer noch mal greifen und sagen, oh, da kalkuliere ich jetzt aber den Haftkoeffizienten neu. Das geht nämlich, das kann man im Planemaker einstellen. Und ich weiß ja nicht, wie die das eingestellt haben. Haben sich eigentlich irgendwelche Leitwerke bewegt? Da muss ich es dann nochmal kommen geben. So, ich achte jetzt mal eben aufs Heckruder. Ja, also die Ailerons, die bewegen sich. Ja, und das Heckruder bewegt sich auch. Alles gut. Alles gut. Wunderbar. Perfekte Landung. Naja, fast. Dann danke ich wieder mal fürs Zugucken und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Game 76 November, you are clear to land. Cleared again for landing 1 and 7, Club 76. Orange 453, runway 24, Cherry 6.